Diese Maus heißt Piep. Und ich habe sie für 8 Euro bekommen. Es ist so eine komische Maus, denn... Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute spielen wir mal wieder eine Runde Bad Wars. Ja, heute ist Samstag, glaube ich, wenn das Video hier ankommt. Ja, ich spiele gerade mit dem 7K-Pack vom lieben Z-Hype. Glaube ich, hat das fast selber gemacht. Ihr hört schon, hä? Diese Maus hört sich ganz anders an. Und ja, Leute, ich spiele gerade zum ersten Mal Bad Wars mit einer 8-Euro-Maus. Die ist verdammt komisch. Ja, die Tasten sind, ich glaube, einen Zentimeter maximal breit. Na, und das ist halt, ja, ich sag mal, sehr ekelhaft, darauf zu gammeln. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt nicht das Bett bekommen habe. Ich glaube, der Typ, ja genau, der Typ ist einfach geliebt. Auf jeden Fall, Leute, gönnt euch das Pack. Videobeschreibung ist der Link von lieben Z-Type. Diese Maus heißt Typer und ich habe sie für 8 Euro bekommen. Gebraucht, wohl bemerkt, da ich keinen Bock hatte für ein Video jetzt mehr Geld auszugeben als 8 Euro. Ja, die ist ekelhaft, die Maus. Also, ich habe die jetzt zum ersten Mal drin. Ja, es ist sozusagen die erste Reaktion auf die Maus. Und Leute, ich muss direkt mal sagen, es ist ekelhaft. Es ist so eine komische Maus, denn ja, sie ist erstens sehr, sehr klein und dünn und zweitens hat sie so komische Hotkeys, die so klein sind wie so ein Würmchen, so ein Baby-Ameisen, so eine, ja, so eine Ameisenkönigin, genauso breit wie eine Ameisenkönigin. Leute, das ist meine Ameisenkönigin-Maus, jetzt wisst ihr es, diese Maus ist richtig eigenartig, aber Leute, ich versuche damit Runde Bad Wars zu gewinnen. Man kann auch abusen, man hört's, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele CPS. Ich habe die CPS aus ästhetischen Gründen. Ja, das finde ich einfach schöner, wenn die CPS nicht angezeigt werden. Und ihn haben wir trotzdem, trotz der komischen Empfindlichkeit. Ich kann auch die Empfindlichkeit leider nicht so einstellen, wie ich sie davor hatte, da die Maus keine DPI-Einstellungen bietet. Das ist die Taipan. In der Videobeschreibung ist auch der Link. Ja, da ist auch nichts irgendwie drin, wie ein Affiliate-Link oder so. Also ich krieg da kein Geld oder keine Ermäßigung für irgendwas. Ja, wenn ihr da einkauft, ist es nur auf eure eigene Verantwortung oder Gefahr. Ob ihr dann eine gute Maus bekommt oder nicht, ist eure Sache und ist euch überlassen, ob ihr die gut findet oder nicht. Ja, ich mag sie überhaupt nicht. Ich möchte dazu noch mal ein bisschen was sagen. Diese Maus habe ich für 8 Euro gratis, fast gratis bekommen. Also ich sehe 8 Euro wirklich nicht viel Geld. Ich sehe bei 8 Euro wirklich nicht viel Geld, Leute. Vor allem, ja, wenn es um eine Maus geht, ist es wirklich verdammt günstig. So, Leute, wir bauen uns jetzt mal hier lang und ich merke schon gerade, ja, das Scrolling-Grad ist extrem eigenartig. Das ist generell alles, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die Maus ist sehr, sehr dünn. Wir machen jetzt einen kleinen Test. Also, Butterflying geht, das habe ich eben schon probiert. Jittern geht auch wunderbar. Ihr hört es, es sind dieselben CPS circa, das habe ich vorhin im Singleplayer getestet, wie ich sonst auch mit meiner schönen anderen Maus habe. Nur, Leute, was ist mit dem Use? Kriege ich da wirklich genauso viele CPS hin, wie mit meiner normalen Maus, die Death Adder Elite? Oder ist es eher so ein bisschen Scam? Danke, Nutzt. Den Jitter-Test hat sie bestanden. Butterfly, naja, ihr hört es. Die Tasten sind so dünn und so mini. Ich komme da mit meinen fetten Steinwurstfingern eh nicht rein. Ja, aber ich glaube nicht mal irgendwie so ein 9-Jähriger würde da mit seinen Fingern wirklich gut durchkommen. Deshalb ich diesen, ja, dieser Maus im Bereich Jittern 5 von 5 Sternen gebe. Jedoch, also was ihr gerade hört, ist wirklich Jittern, ist sehr, sehr gut. Was Butterfly angeht, aber nur 3 oder 2, ja, sagen wir mal 2,5, weil Leute, das ist circa die Hälfte der Punktzahl, gerecht verteilt. Ja, dann ist einfach, ich werde schon wieder hier gefokust, ich meine, er könnte auch schön auf ihn gehen, er geht ja auf ihn. Aber nö, Leute, die Maus ist einfach viel zu klein für Butterfly und ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber Leute, Abuse hört sich echt schnell an, ich weiß jetzt nicht, wie viele Klicks das sind. Ja, das kann ich jetzt auch nicht zeigen, aber ihr hört das, es sind genügend Klicks, ich kann mal damit spielen, auch wenn es nur Bad Wars ist. Ja, ich krieg die Hits alle durch, aber ich bin generell nicht der Beste in Maus-Abusen. So, ich konnte gerade irgendwie nicht reden, sorry. Habt ihr mein letztes One-Out-Video noch nicht gesehen, welches ich übrigens zu einem falschen Datum hochgeladen hatte, aufgrund eines Sony Vegas-Fehlers? Schaut oben rechts in die Infokarte, da ist das schöne Video verlinkt. Und Leute, bald neigt sich auch das Format Hashtag OneOut dem Ende zu. Also Leute, gönnt euch noch die ganzen Folgen und schreibt nochmal Hashtag OneOut und dann ein Item rein, welches denn als nächstes rausgestrichen werden soll. Leute, die Auswahl wird langsam eng und es wird immer spannender, die Challenge zu meistern. Und es wird auch immer herausfordernder, wenn man das so sagen kann auf Deutsch. Also mit der Maus kann man sehr, sehr gut jittern. Ja, die Taipan für 8 Euro gönnt sie euch auf jeden Fall, wenn ihr eine gute und günstige Alternative braucht für eine Maus. Braucht für eine Maus. Die eben, ja, ein bisschen, die man eigentlich nur für Gaming braucht, sonst für nichts. Ich meine, ist jetzt keine Maus, die, ja, ich sag mal, keine Maus, die 3 Jahre hält oder so. Würde ich jetzt auch nicht wollen bei so einer Maus, da die wirklich nicht so krass gut in der Hand liegt, dass ich mir sagen könnte, yo, die behalte ich jetzt und nehme sie als Second Maus. Nee, die ist echt nicht so geil. Ich will das hier eigentlich überleben. Ich überlebe sogar, lol. Ich lebe.
Ich lebe, Leute. Lol, er ist runtergefallen. So, dann gehen wir hier noch zum vorletzten Gegner. Dann entnicken wir uns und wir haben... So, zubauen. Oh, falscher Slot. Gut, Leute, dann bauen wir uns jetzt noch rüber zum letzten Gegner. Ich habe mich schon entnickt und der Typ sollte dann bald uns auch entgegenkommen. Leute, schreibt mal eure Meinung zu diesem Pack hier in die Kommentare. Das ist vom lieben Z-Hype. Grüße an dich, Tim Love You. Zu seinen 7K wurde ihm das gemacht, beziehungsweise er hat das eigentlich komplett selber gemacht, bis auf die Animation. So, gleich sind wir auch da, Leute. Übrigens, bei mir laggt das Pack ein bisschen. Ja, also wenn ihr schlechten PC habt, würde ich euch nicht empfehlen zu holen. Dennoch könnt ihr einen Download da lassen. Ja, es unterstützt den lieben Z-Hype und den Lotik. Und mich unterstützt es auch, weil der Z-Hype und ich, wir sind Freunde und alles, was ihn unterstützt, das unterstützt auch den lieben Stein. Ihr kennt's, Leute. Und jetzt suiciden wir uns, damit er uns nicht irgendwie wegrackt. Und ja, wir sind jetzt schon voll ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns nur noch an unser Bett stellen und am besten das noch zubauen, damit wir hier safe sind. So, und er dachte jetzt, wir gehen da rein. Aber nein, wir sind im Cobweb. Also er dachte, wir sind nicht im Cobweb, aber wir sind im Cobweb. So rum. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich einen phänomenalen Film. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ich will sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.